Hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich zeige euch ein bisschen Pylos. Das ist ein Gemeindebezirk am westlichen Teil des Mycenischen Fingers im Südwesten der Halbinsel Peloponnes. Und die eigentliche Kleinstadt Pylos liegt am Südeingang der gleichnamigen Bucht, die auch als Bucht von Navarino bekannt ist. Am westlichen Ausgang der Bucht liegt die Insel Sphacteria und die Bucht von Pylos oder Navarino war Schauplatz zweier bedeutender Seeschlachten. Zum einen die Schlacht von Sphacteria, das war 425 vor Christus im sogenannten Peloponnesischen Krieg, und zum anderen in der Schlacht von Navarino im griechischen Unabhängigkeitskampf 1827. Pylos hat einen wunderschönen Markt, genauer gesagt mehrere Märkte, die alle herum um den Hauptmarktplatz gebaut sind. Eine uralte Stadtmauer, eine wunderschöne Bucht, da kann man auch ein bisschen schnorcheln gehen und baden. Und da legen auch in der Früh die Fischerboote an und verkaufen ihre frische Ware. Und eine uralte Burganlage, die man hier besonders gut aus der Luft sehen kann. Besucht mal diese Stadt, sie ist wirklich sehr, sehr schön, einen Besuch wert. Muss man natürlich auch zugeben, so schön Pylos ist, im Juli, August ist es hoffnungslos überlaufen und da treten sich die Touristen und auch die Griechen schon fast gegenseitig auf die Füße. Im Mai, Juni allerdings und vor allem in der Nachsaison, selbst im September, Oktober, ist das eine wunderschöne Stadt, die zwar sehr klein und übersichtlich und überschaubar ist, aber dennoch alles bieten kann, was das Herz begehrt. Vor allem hervorragende Tavernen, direkt am Ufer gelegen, mit frischen Speisen, frischen Fisch, und da kann man sich mal so richtig gut gehen lassen. Von Pylos aus kann man zahlreiche Bootsausflüge mieten, man kann auch selbst ein Boot steuern, wenn man möchte. Kostet ungefähr 70 bis 90 Euro am Tag und man kann in die benachbarte Inselgegend mal rüber tuckern und zum absoluten Tipp zur Ochsenbauchbucht, zur Voidokia auch rüberschippern. Soweit dazu, wenn ihr die Gelegenheit habt, fahrt doch mal runter und schaut euch Pylos selbst aus der Nähe einmal an. Viel Spaß dabei!